Die Farbe Weiß steht ja dem Toyota Jahresmodelljahr 2020 besonders gut. Und es ist einer der letzten, die es gibt. Davon haben wir noch 10 Stück im Moment da. Sie sind massiv reduziert, nämlich mit einem Preisvorteil von 3.000 Euro. Ja, Peter Dämmerle, das Fahrzeug bei euch so ein bisschen Brot und Butter, kann man sagen. Es wird oft gekauft. Ja, es ist eines unserer meistverkauften Modelle. Und in der Bauart haben wir den jetzt eigentlich seit 2011. Natürlich mit mehreren Modifikationen über die Jahre. Das hier ist halt eben jetzt die letzte Variante vor dem bevorstehenden Modellwechsel. Und da haben wir halt eben ein paar anständige Angebote nochmal kalkuliert. Und die letzten Autos gehen halt eben zu besonders günstigen Konditionen über die Theke. Besonderheit ist halt eben auch, wir haben jetzt bevorstehend die Mehrwertsteuersenkung ab 1. Juli. Das heißt, auch das wird nochmal in die Preisbildung mit einfließen. Ja, man kann jetzt schon sagen, 3.000 Euro Preisvorteil. Ihr habt verschiedene Farben da, verschiedene... Mehr als 3.000 Euro. Es sind mehr als 3.000, höre ich gerade. Peter, wie viel? Ja, es sind knapp 3.200 Euro, die wir jetzt... Ja. Ist auch geschuldet wegen der Mehrwertsteuer. Die sinkt ja jetzt auf 16%. Also Fakturation wäre dann, es sei denn, man will ihn früher haben, dann wird es teurer. Aber ich denke, da wird der ein oder andere, der wird es noch überleben. Wir gehen mal ganz kurz auf das Thema Verbrauch ein. Wir haben hier eine Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch, in dem Fall Kraftstoff. Ja, das Auto hat einen kombinierten Verbrauch hier von 5,1 Litern auf 100 Kilometer. Die Masse sind 1142 Kilogramm und die CO2-Effizienz ist Klasse C. Ja, das ist ein typischer Kleinwagen. Die 5 Liter, ich denke mal so 5,5 schafft man im Alltag. Ja, wie gesagt, das sind immer die Werte, die halt eben hier ermittelt werden. Da sollte man halt eben in der Praxis nochmal ein paar Stellen hinterm Komma dazu addieren. Aber ich denke, dass er realistisch im kombinierten Verbrauch zwischen 5,5 und 6 Liter irgendwie liegt. Ja, gehen wir kurz drum rum. Das Fahrzeug hat 5 Türen. Es hat 5 Sitzplätze. Ich frage mal ganz kurz. Ja, hat 5 Sitzplätze und einen sehr schönen Kofferraum, der auch gut nutzbar ist. Sogar bei der Variante hier jetzt mit einem doppelten Laderaumboden. Das heißt, man hat hier so eine Platte drin, die zum einen den Laderaum recht eben macht und man kann halt eben hier unten drunter dieses Staufach nochmal nutzen, um irgendwelche Dinge unterzubringen, die man vielleicht auch nicht direkt von außen sehen kann. Ich habe auch die Möglichkeit, die Klappe nach unten zu legen. Geht das? Das geht auch. Dann kannst du hier einfach rausziehen und legst sie einfach nach unten weg. Das heißt also, wenn ich einen ebenen Laderaumboden haben möchte, dann habe ich so gemacht wie eben. Ansonsten habe ich dann mit den Sitzen einen ebenen Laderaumboden, wenn sie oben ist, richtig? Genau so ist es. Ja. Der Vorteil ist auch, es kann nichts rumfliegen. Die Ausstattung ist recht umfangreich. Wenn du mir das mal kurz in die Kamera hältst, sei mal so lieb, die Ausstattung. Das ist jetzt so ein Beispielangebot, also gilt jetzt genau für dieses Fahrzeug, die wir sehen. Das Fahrzeug hat 111 PS, damit ist natürlich 1100 Kilo. Der geht wie Schmitz Katze, oder? Der ist ordentlich motorisiert. Das ist vor allen Dingen, es ist ein Vierzylindermotor. Er hat halt eben auch noch was heute eigentlich ganz selten ist. Er hat noch Hubraum. Weil die meisten Motoren sind halt eben Dreizylindermotoren mit wenig Hubraum, die dann auch irgendwie Turbo aufgeladen sind. Und hier haben wir halt eben noch so einen, ich sag mal, eher klassischen Motor, wo man halt eben davon ausgehen kann, dass die Lebensdauer halt eben sehr gut ist. Ja. Man muss dazu sagen, die Dreizylinder sind auch mittlerweile gang und gäbe, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber Vierzylinder gibt Leute, die schwören da drauf. Die schwören da drauf und es ist auch von der Laufruhe her immer noch mal ein kleiner Vorteil. Ja, die Farbe Weiß steht dem Auto sehr gut. Es hat einiges an Ausstattung. Unter anderem hat es eine Klimaanlage natürlich mit drin. Es hat ein Multimedia, eine Smartphone-Integration mit drin. Wir gucken es am besten mal an. Aber zunächst mal bitte, Peter, setz dich mal auf hinten die Sitze. Du bist knapp 1,90 Meter groß. Ja, nicht ganz. Bleiben wir mal 1,77 Meter. 1,77 Meter. Denn es ist ein ausgewachsenes Fahrzeug. Der Sitz ist jetzt nicht ganz vorne, sondern der steht ganz normal. Du hast relativ viel Platz. Wie ist mit der Kopfreiheit? Ja, absolut. Da ist noch ordentlich Luft. Ne? Die Kopfstützen, wie gesagt, die sind jetzt eingefahren. Zwei Stück sind raus. Die hier kann man halt eben auch ausfahren. Mhm. Und dann kann man hier sehr bequem drin sitzen. Ist das mit zwei Kindersitzen Isofix ein Problem hier? Nö. Also die Isofix-Fixierungen sind immer auf den äußeren Sitzplätzen. Und da kriegt man ganz problemlos zwei Sitze auf die Rücksitzbank drauf. Bei drei wird es natürlich eng. Ja, er hat hier noch manuelle Fensterheber, vorne elektrisch? Vorne elektrisch, hat eine Zentralverriegelung drin, er hat wie gesagt eine Rückfahrkamera mit dabei. Dann haben wir die Smartphone-Integration via Apple CarPlay bzw. Android Auto ist schon mit drin. Das heißt, ich kann ganz einfach per USB-Kabel mein Smartphone ankoppeln
und kann dann vorne über das große Display in der Mitte vom Armaturenbrett das Ganze bedienen, kann Navigation nutzen, kann Musik-Streaming-Dienste nutzen und so weiter. Genau, wir schauen uns das Auto gleich mal von vorne an. Es ist sehr, sehr kompakt. Die Länge ungefähr, was hat er? Also der liegt bei knapp über 4 Meter von der Außenlänge her. Ja. Kommt überall rein. Ja, das Auto ist sehr handlich und entsprechend für die Stadt ideal. Wenn du so nett bis vorne mal aufmachst, das Thema Motor wird ja mal wichtiger. Haltbarkeit. Der Nachteil ist leider bei Toyota-Fahrzeugen, sie halten sehr lange. Das heißt, das Thema Wertentwicklung, Gebrauchtwagen, also selbst Jahresmodelle der ersten Generation dieses Baujahres, also dieses Modelltyps, sind immer noch gefragt, oder? Ja, absolut. Die Dauerhaltbarkeit ist sehr gut und die Autos sind halt eben auch wenig reparaturanfällig. Ja, das sieht aufgeräumt aus. Und ihr habt wenig Stress mit den Autos? Ja, sie sind auch sehr werkstattfreundlich aufgebaut. Man kommt eigentlich überall noch recht gut bei. Motor hat eine Steuerkette, also keinen Zahnriemen, dementsprechend keine Wechselintervalle. Auch das ist alles, sag ich mal, zuträglich für niedrige Unterhaltskosten während der Lebensdauer von so einem Auto. Prima, ja. Steigen wir am besten mal ein. Ich gehe mal auf die Beifahrerseite, gucken wir uns das Auto mal an. Denn hat nämlich einiges an Features. Hier hat er elektrische Fensterheber mit drin. Ein Soundsystem ist mit eingebaut. Das ist ein richtig süßer, kleiner City-Flitzer, aber schon für eine etwas größere Familie. Ja, absolut. Ich meine, vom Platzangebot her passt das schon wunderbar. Hier haben wir, wie gesagt, das Herzstück, diese Multimedia-Einheit in der Mitte. Ich mache es mal gerade an. So eine schöne Grafik noch drauf. So, wenn man jetzt hier den Rückwärtsgang einlegt, schaltet der direkt in den Rückfahrkameramodus. Dadurch, weil wir die Heckklappe noch geöffnet haben. Das blaue Himmel. Filmen da jetzt den schönen Himmel über Saloy. Genau, ansonsten Smartphone einfach ankoppeln. So, und dann möchten Sie Apple CarPlay auf diesem Gerät starten. Einfach mit Ja. Marcel Lieb ist gerade den Ton ein bisschen leiser machst wegen der GEMA. Dann haben wir das gleich mal ein bisschen leiser. So, und dann gibt es, glaube ich, muss einmal noch den Code eingeben und dann wird das Display sogar gespiegelt, das CarPlay-Display. Mal kurz einmal erlauben. So, und jetzt haben wir hier schon die Navigation drauf via Google Maps. Man kann natürlich auch Streaming-Dienste nutzen. Ganz neu ist jetzt drauf radio.de. Das heißt, ich kann Radiosender über Internet empfangen und halt eben über das Lautsprechersystem weitergeben. Okay, das heißt, ich kann meinen Lieblingssender dann weltweit hören quasi. Richtig, genau. Ne? So, da haben wir hier noch zum Beispiel Amazon Music. Auch das ist möglich, egal was man jetzt selbst als Streamingdienst hat, ob das jetzt Spotify ist oder Deezer oder sonst irgendwas. Ich frage mal so, die Bedienung des Systems während der Fahrt ist ja zulässig, weil ich ja nicht das Handy bediene, sondern das Autoradio? Genau. Und es ist, wie gesagt, eine gewohnte Oberfläche. Man kennt es halt eben von seinem Handy aus. Natürlich kann ich hier drüber auch telefonieren. Das heißt, ich kann hier meine Kontakte raussuchen. Oder kann eine Nummer eintippen. Das geht alles während der Fahrt. Es ist halt eben auch erlaubt, weil die Sprachausgabe und die Sprachaufnahme ist halt eben via Freisprecheinrichtung. Super. Hier vorne habe ich habe eine Klimaanlage mit drin. Ich habe eine Temperatursteuerung, die wähle ich aber fürs ganze Auto, oder? Genau. Das ist eine manuelle Klimaanlage. Das heißt, ich kann hier meine Temperatur wählen, ob ich mehr Richtung warm, mehr Richtung kalt haben möchte. Und ja, alles ganz einfach und intuitiv bedienbar. Ja, ich habe ein ganz, ganz tolles, großes Lenkrad mit dabei. Das Besondere dabei ist auch noch, dass ich sag mal, hier ein Multifunktionslenkrad dabei habe. Das bedeutet, ich kann also wirklich die wichtigsten Funktionen komplett vom Lenkrad aus bedienen. Genau, wir haben hier auf der Seite die Radiofernbedienung mit Lautstärkeregelung etc. Auf der anderen Seite steuert man das zentrale Display, wo man halt eben Bordcomputerinformationen abrufen kann. Uhrzeit, Außentemperatur, Verbrauchsangaben etc. Alles das geht hier über diesen Cursor. Dann sieht man hier unten noch die Kontrollanzeige für den Spurhalteassistent. Das ist ein optisch und akustisches System. Der warnt mich, wenn ich abkomme? Der warnt, wenn man die Fahrspur verlässt, ne, greift allerdings dann nicht aktiv in die Lenkung mit ein. Ansonsten haben wir ein Frontkollisionswarnsystem mit drin. Das ist noch ganz nett. Was macht das?
Ja, es warnt halt eben, wenn man, ich sag mal, dem Vordermann zu nahe kommt, beziehungsweise wenn irgendwie eine unvorhergesehene Situation eintritt und man halt eben ja, Gefahr läuft, dass man irgendwo auffährt. Das bremst auch? Nein, es warnt halt eben nur. Das ist aber schon deutlich. Also es fängt dann beep, 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 beep und dann wird es deutlich. Also der, muss auch dazu sagen, wir sind ja hier in der Polo-Klasse, glaube ich, oder im Moment? Ja. Das ist so der. Also von der Größe her. Die Klassen werden ja immer größer. Und was auf der linken Seite? Ja, wir haben einen Lichtschalter mit drin und wir haben auch hier noch eine Besonderheit. Wir können das Fernlicht auf eine Automatikfunktion stellen. Das heißt, wenn ich das Fernlicht einschalte, drückt die Automatiktaste, geht hier oben die Fernlichtanzeige in diesen Automatikmodus. Das heißt, der würde jetzt selbsttätig zwischen Abblendlicht und Fernlicht hin und her schalten, je nachdem, ob dem Auto entgegenkommt oder nicht. Das funktioniert auch hier oben über diese Kamera. Die erkennt halt eben den entsprechenden Gegenverkehr. Okay, verstanden. Das heißt, also ich habe wirklich ein tolles Auto. Wir müssen dazu auch sagen, wir liegen beim Preis jetzt hier um die 14.000 Euro. Ja, genau. Mit allem drum und dran, also dann ist das Auto schon mit Überführungskosten und wie gesagt, dann muss halt eben nur noch zugelassen werden. Die Finanzierung kann ich über die Hausbank machen, könnt ihr auch finanzieren? Natürlich, wir haben selbst die Toyota Kreditbank als Partnerbank im Haus und können natürlich auch dort darüber sehr günstige und gute Finanzierungsangebote darstellen. Ja, Peter, komm noch mal kurz raus bitte. Zeige ich mal gerade, hier vorne habe ich noch Fächer übrigens für große Getränkeflaschen, die ich einfach abstellen kann. Die Fußmatten sind mit drin im Preis? Alles mit dabei. Also ich meine, wenn die Autos hier rausgehen, sind sie komplett. Dann sind Fußmatten drin, Verbandstofffüllung, Warndreieck, eine Umweltplakette ist mit dabei. Also reinsetzen, starten. Also nochmal, die Überführungskosten, die ja oft bis zu 1.000 Euro betragen, sind die mit drin? Sind im Preis mit drin. Also echt? Also normalerweise, ich sag mal, Überführungskosten können 600, 700, 800, auch mal 1.000 Euro sein, sind mit drin? Sind mit drin, sind mit im Preis enthalten. Wie geht denn das? Ja, hart kalkuliert. Ist das eine Tageszulassung? Das Auto ist nagelneu und dementsprechend wird er direkt auf den Endkunden zugelassen. Also es gibt keinen ersten Vorbesitzer, ich wäre dann der erste Vorbesitzer. Richtig, du würdest das erste im Brief. Der erste Besitzer. Der erste Besitzer. Also keine Tageszulassung, ich bin also wirklich dann, also ich frage nochmal extra wegen der Überführung, weil das also viele Menschen dann auch nicht beachten, die Zulassung ist mit drin. Die Zulassung geht separat, weil da hat der Kunde die Entscheidungsmöglichkeit, ob er das selbst erledigen möchte oder ob er es über uns machen lässt. Und natürlich machen wir das auch gern, wenn jemand das wünscht. Gut. Ihr habt jetzt noch roundabout 10 Fahrzeuge da. Bei dem Fahrzeug kann ich wenig falsch machen. Also wenn ich praktisch das letzte Fahrzeug aus einer Modellpalette kaufe, es gibt ja wie bei zum Beispiel Volkswagen die Last Edition, die ist immer direkt ausverkauft. Ja, also es ist hier auch so, ich habe es ja eingangs gesagt, das Auto ist in den Grundzügen seit 9 Jahren in unserem Modellprogramm drin. Natürlich ist er in diesen 9 Jahren immer weiter verbessert worden, verfeinert worden. Und beim Auto, das so ausgereift ist wie der hier, hat man wenig Risiko, dass da irgendwelche Kinderkrankheiten noch anhaften. Der war ja von Beginn an nicht immer so voll ausgestattet, oder? Ja gut, die Ausstattung ist auch im Laufe der Zeit angepasst worden an die Bedürfnisse des Marktes. Da hat sich natürlich auch in den letzten 9 Jahren viel verändert. Also CarPlay gab es ja gar nicht. Das gab es da noch gar nicht bei den ersten. Ne? Und da war noch ein CD-Player drin, glaube ich. Und ja, so wie das früher mit den Kassetten war, jetzt irgendwann sind die CDs auch out. Was, hat der keinen CD-Player mehr? Der hat keinen CD-Player mehr, nein. Das kannst Skandal. Du ja alles Spaß. Über USB etc. machen. Also die Zeiten sind dann irgendwann rum. Ne? Also ist es hinten, ist es leicht getönt, kann das sein? Das ist grundsätzlich, also die Scheiben sind immer getönt, es ist jetzt kein Privacy-Glas, es ist nicht diese ganz dunkle Abtönung, aber trotzdem hat man einen gewissen Schutz. Genau, ihr habt auch die Möglichkeit, also wenn getönt werden soll, will das nachrüsten, könnt ihr hier im Haus machen? Ja, natürlich. Ne? Wir haben die Möglichkeit, die Scheiben mit Folien noch dunkel abzutönen, wenn das jemand haben möchte, wegen Kindern, Hund etc. Der hat jetzt eine Rückfahrkamera da, gell? Der hat eine Rückfahrkamera. Aber keine Pizza? Nein, die Kamera sitzt hier oben drin. Aber wenn ich ja das Bild sehe, dann brauche ich aber keine Piepser mehr, denn ich sehe wirklich alles ganz genau. Genau, man kann genau erkennen, was hinterm Auto passiert, ob da jemand läuft, ob da ein Gegenstand ist. Ist eigentlich noch fast noch besser wie so ein Piepser. Ja, so ist es denn. Ich filme nur mal gerade mal eure Edelstahl-Pfosten. Das ist natürlich in der Kamera optimal zu sehen. Ja, wenn ich Interesse habe an dem Auto, hier ist der Yaris, die... Letzten sind die besten, hast du gesagt, ja. 10 Stück sind noch da. Bei welchem Autohaus sind wir? Wir sind beim Autohaus Klein in Saarlouis in der Wallerfanger Straße. Vielen Dank, Peter Dämmerle. Und wenn ich mal Probe fahren will, habt ihr einen zugelassen?
Wir haben immer Vorführwagen da mit den unterschiedlichsten Motorvarianten und Probefahrt ist am besten nach telefonischer Vereinbarung immer möglich, damit man nicht den Weg umsonst macht, weil die Autos gerade unterwegs sind. Ja. Toyota-klein.de in Saarlouis, hier unten steht es, wenn Sie Lust haben. Die letzten Toyota Yaris aus dieser Modellvariante, ja, zum Schnäppchenpreis mit über 3.000 Euro Preisvorteil und im Preis ist sogar schon die Überführung enthalten. Danke.